Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Blue Dragon. Böse Musik heißt böse Dinge, ne? Böse Musik ist immer böse Dinge. Oh yeah! So, ja, vierköpfige Schlangen. Die brüllen. Die mit Brüllen vergiftet. Okay. Heilen wir mal Jiro von Gift. Ich weiß nicht, warum ich Gift heilen laden kann. Ich meine, gut, ich kann erwarten, dass es Gift werden könnte und dann halt. Rausgehen, gucke, dass ich möglichst gut handle, aber irgendwie in dem Fall wurden ja nur zwei Leute eben vergiftet, das kann man ja noch relativ simpel heilen. Und ja, wie man sieht, wir haben vier Schlangenköpfe wirklich als Ziel auszuwählen. Aber da wir vorher zwei gefunden haben und das gut Schaden macht, langsam 3, ja, wow. Seit langsam 4, ja? Yeah. Wir haben das Problem, dass das Viech halt öfter drankommt, weil es halt. Naja, eine so und so köpfige Schlange. Braucht sich zigtausendmal wiederholen jetzt. Es ist eine Schlange, die hat viele Köpfe, tut weh. Ja, wetten, dass es bei dem Viech trifft. Ja, natürlich trifft das bei dem Viech. Haut sie mit Wasser auf uns drauf. Also. Soll betäuben, nicht verwirren. Statt dazu müssen. Oh mein Gott. Ich sag ja, es war definitiv eine gute Wahl zu sagen, ich gehe mich erstmal. Erstmal gehe ich los und sorge dafür, dass ich geheilt bin, weil das Ding tut weh. Das war zumindest ein Schlangenkopf. Aber ich bin natürlich jetzt hier doch arg im Bedrängnis, weil ich jetzt gucken muss, dass ich mich im Prinzip die ganze Zeit aufheile. Ach ja, die Klug, die ist immer noch verwirrt. Überhaupt nicht klug, nur verwirrt. Wenn sie wenigstens nur angreift, so wie jetzt gerade, dann kann man ja zumindest sagen, okay, sie hat nur angegriffen. Macht da nicht viel. Allerdings habe ich keine Chance, großartig anzugreifen. Das ist nicht gut! Ja, ein zweites Mal weicht sie wenigstens aus. Braves Mädchen! Ja, jetzt beschleunigt er sich noch. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein. Ja, jetzt ist nur ein Kopf, der beschleunigt wurde. Das habe ich gesehen, aber. Ist schlimm genug eigentlich, aber. Naja. Echt jetzt? Und der Kampf läuft aus dem Ruder und deswegen habe ich gespeichert. Weil ich sowas habe kommen sehen. In der Tat. Ist sie jetzt nur noch vergiftet? Ich glaube schon. Ich würde es mal hoffen. Ja, danke sehr. Ja, das ist dieses typische, sie ist meine mächtigste Waffe mit Feuer 2 und sie wurde sofort aus dem Kampf genommen im Endeffekt. Ich hatte allerdings auch gehofft, dass das Ding jetzt den Treffer ein bisschen weniger gut wegsteckt. Naja. Hat das Viech im Endeffekt eine Runde weggeworfen, aber jetzt kommt wieder, man, ist auch nicht viel besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich bin mir nicht sicher, wie lange Jiro so überlebt, aber er muss mit rein. Ja, doch. Ist schon eine gute Wahl gewesen. Benutzen wir mal einen Lichtkristall. Nur um sicher zu gehen. Jetzt bitte diesen Kopf töten. So viel HP kann der nicht mehr haben. Hoffentlich. Aber dann wiederum, ich komme selten zum Angriff hier. Ja, der Kopf ist auch erledigt. Das heißt, zum einen ist die Schlange wieder langsamer. Zum anderen steht Schuh jetzt unter Panik. Was auch nicht unbedingt gut ist. Warum sie allerdings jetzt anfängt, dreimal dran zu kommen, weiß ich nicht. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass die vordere Gruppe vorne bleibt. Weil Klug alleine wird das nicht überleben. Also entweder muss ich wirklich mal, ich sollte vielleicht wirklich demnächst mal mit einer Barriere rumrennen. Eine halbe Stunde mich im Kreis drehen, bei Gegnern, die ich auf jeden Fall erledigen kann. Ja. Habe ich nicht anders kommen sehen, aber man muss es ja versuchen, auf die beiden zu kriegen, ne? Vorletzter Kopf. Es ist nur noch ein Kopf, komm schon. Also will damit sagen, ich finde es eigentlich unfair, dass die Schlange jetzt immer noch zwei, dreimal drankommt, oder? Nee. Holen wir Schuh halt wieder in den Kampf rein. Also ich sollte definitiv noch ein bisschen was ummodifizieren, was meine Leute angeht. Aber mit dem nächsten Feuer 2 wird es wahrscheinlich entschieden sein. Hoffe ich doch. Ja, Schuh wird wieder umgebracht. Ne, Jiro wird umgebracht. Nein, Jiro! Und Schuh wird umgebracht. Ach du lieber Himmel. Tja, alles oder nichts. Super. Yeah! Mädchenpower! So! Ja, ich, entweder sollte ich leveln oder die Taktik überarbeiten. Oh Mann, oh Mann. Achso, und Gift heilen wäre vielleicht auch mal ganz schlecht. Ganz gut, nicht ganz schlecht. Gar nicht mal schlecht, kann ich auch sagen, aber ja, okay. Puh. Die vierköpfige Schlange des Todes erlegt. Als Belohnung erhalten wir ein Allheilmittel, was im Prinzip schon völlig nutzlos ist. Also, ne? Es gibt interessantere Dinge, die ich dafür haben wollen würde. Eine Wasserheizkette. Gut. Oh Mann. Oh Mann, ey. Erhöht physische Abwehr. Wenn ich das mache, ist aber alles trotzdem besser. Hm. 99, 96. Er hat am wenigsten, soll er das. Also, er hat am wenigsten von den Leuten, die in der vorderen Reihe stehen. Ihr versteht schon. Also, logische Variante daraus: er kriegt das Ding. Und damit sind wir jetzt auf der Insel der Toten. Na, super. Ein Kuss der Prinzessin. Wir sind jetzt da unten. Also wir sind dieses kleine Stückchen eigentlich nur durch eine Höhle gelaufen. Und sind damit bald in der Nähe des Wald der Toten. Was? Wald der Toten? Ich glaube schon. Allerdings haben wir hier halt auch ein Schafvolk. Und eine komische Sprungmaschine mal wieder. Puh. Sprunggerät wurde aktiviert. Ja, so, ne? Doch, das wäre nur Schrott, aber du hast es repariert. Ja. Ne, die Hühner sagen nichts. Also zumindest nichts Vernünftiges, außer Gocke die Gocke, ne? Bah. Also ja, Schlangen sind böse. Gift ist auch immer böse, kennt man ja. Was haben wir hier?
riesige Bäume, die mich umbringen wollen? Na super. Genau das Richtige für mich, undurchtrainiertes Etwas. Mich mit riesen Bäumen anlegen. Ne, ich glaube, ich sollte nächstes Mal wirklich so ein bisschen mit der Barriere hin und her laufen. Noch sind wir halt auf diesen Leveln, wo die Ränge zumindest relativ simpel zu erreichen sind. Ja, okay. Gieße kein Wasser auf die Flamme unserer Leidenschaft, okay. Was du nicht sagst. Ja, dann leg los. Jag ihm ruhig nach. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wenn ich eine Freundin hätte und zwei hinter mir, dann hätte ich drei. Ja. Ja, ist ein guter Plan. Nein. Probiert's gar nicht erst aus. Das geht einfach nicht gut aus. Das ist wohl wahr. Obwohl ich dich nicht stricken sehe, ich weiß nur, dass du eine angeblich strickende Schafvolkdame bist. Aber du bist nicht am Stricken, du stehst da. Okay. Vielleicht fällt etwas Gutes von ihnen runter. Oder eine Spinne oder ein Dämon oder... Ja. Alles eine Frage der Sichtweise, ne? Soweit okay. Ich kann ja leider keine, habe ich jetzt wegen dem Nein, habe ich es rausgenommen. Ich kann ja leider keine Lichtkristalle und so kaufen. Deswegen, das ist schon gut, dass ich nur einen verwenden muss. Und dafür auch nicht den großen. Oh, na klar. Eigentlich wärst du lieber bei deinem Schatzi Leinchen. Na gut. Verstehe. Todesfall ist natürlich immer super. Was? Ja, dann kann ich ja wieder nach Hause gehen. Uralte Mann. König Kuhfuhl. Jetzt ist er der Königsgeist. Ja, geil. Wenn das im Leben so funktionieren würde... Ich war vorher ein König, jetzt bin ich auch ein König. Ah, jetzt können wir zumindest den Rest der Magie kaufen. Ob ich den brauche, ist fraglich, aber naja. Der kleine Mensch in mir, der mir sagt, ich möchte, dass du alles besitzt, was es zu besitzen gibt, der macht das halt. Ne? Wir haben Silber, ist jetzt nichts Neues, Silber kennen wir. Gasthof brauchen wir nicht unbedingt. Du bist ziemlich klein dafür, dass du ein Mann bist. Meine Ahnung. Nicht mal um ihn zu beleidigen. Es geht mir mehr darum, dass er für einen Mann wirklich klein ist. Großer Rubin, schön. 10 Gold. Ja, dann können wir... Achso, wie war das nochmal so? Ich konnte nicht nochmal springen. Ich hab's wieder vergessen. Ah. Lager in der Wildnis. Und eine Art Sidequest. Naja, nicht mal anfangen, sondern eher beenden. Auf geht's! So, ich habe zwar keine Ahnung, wer ihr Mann ist, aber da kriegen wir schon raus. Dompa ist in was? Na, da. Das wüsste ich aber. Ah ja, das muss er sein. Ja, ich kann ja auch sagen, dass du sie bist. Kein Problem. Du. Ich habe gehört, du hast den Drachen besiegt. Hä?
Na gut. Der mutige Donpa, ja. Der mutige Donpa. Ja, um es mal zu zeigen. Jetzt muss ich überlegen. So. Und. Ne? Doch nicht so. Oder habe ich die Fähigkeit noch gar nicht? Kann auch sein. Oder muss ich das. Nee. Oder? Nein. Oder? Nein. Welchen Level habe ich mit ihr und Barriere? Sagen wir mal so. Barrieremagie 3. Ich müsste das halt ein bisschen leveln, um dann draußen die Barriere nutzen zu können. Deswegen hat das jetzt auch wieder keinen Nutzen. Ich dachte, ich hätte es schon gelernt, aber nein, habe ich nicht. Um halt ein bisschen die Fähigkeiten aufzupolieren, was ich definitiv mal tun sollte. So, gucken wir erstmal, ob sich irgendwas aus dieser Sidequest mehr oder minder ergibt. War das nie? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Echt jetzt? Na klar. Das kann ich ihm auch noch bringen. Kein Problem. Wollen wir mal hoffen, dass ich eine Belohnung für den ganzen Mist kriege? Ja. Sag dir, dass es mir schon besser geht. Okay. Mach ich. Während ich mich hier vergnüge, in Anführungszeichen, sind die DWs am Sterben. Naja. Aber es geht hier immerhin um zwei Liebende. Da muss man das schon mal machen. Ein bisschen Abstriche, ne? Jetzt sagt mir nicht, dass es eine Endlosschleife. Ich meine, meiner Meinung nach, selbst wenn es eine Belohnung gibt, ist das jetzt schon einmal zu viel, aber na gut. Es ist ja halt nur ein Sprung entfernt, ne? Ja, gut. Gemeinsam springen, ja. Stehen sie wieder zusammen. Ja, die stehen zusammen da hinten. Oder er ist gerade bei mir. Ne, er steht da. Hinter dem Pferd. Nimm dies. Echt jetzt? Schon besser. Ich wollte schon sagen, wie? Ich krieg jetzt hier nur so ein Mega-Medikament. Das habe ich von dem anderen auch gekriegt. Aber ja, wir bekommen einen Erdarmreif. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob das gut ist oder nicht, ne? Weil ich mache dann Erdschaden. Okay. Zieht einen Gegner, der physisch angreift, TP. Na gut. Anyway. Ist ein kürzerer Part, aber ich werde hoffentlich, wie gesagt, jetzt daran denken, bevor ich wieder in einen Aufnehmen-Engpass komme. Zwischendrin ein bisschen zu leveln, damit ich, naja, nicht immer in so eine Bredouille gerate wie gegen die Schlange. Und beim nächsten Mal, Wald der Toten. Klingt ja jetzt schon super.